So, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wasteland 2. Joa, lange, lange ist es her, wieder einmal. So, gute anderthalb Monate habe ich jetzt schon nicht mehr gespielt. Und deswegen sind wir jetzt gerade auch erstmal wieder in der Selbstfindungsphase. Ich glaube, wir wollten tatsächlich nochmal hier an so ein Fass rangehen. Okay, das haben wir schon abgeschöpft. Ich weiß es halt, wie gesagt, gerade nicht mehr so gern. Nicht so genau. So, wir schauen uns erstmal hier. Vielleicht finden wir da ja was in dem Loch drin. Und den sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Ja, eine Lavalampe. Lecker. Ich esse übrigens gerade ein paar Bonbons nebenbei. Nicht wundern. Ich brauche das gerade. So. Er will aber nicht. Mit einem Zahlenschloss an der Tür. Zahlenschloss, da brauchen wir natürlich logischerweise das hier. Unmöglich. Können wir also noch nicht, leider Gottes. Gut, dann schauen wir uns auch noch ein bisschen weiter um hier. Vielleicht finden wir noch was Leckeres. Aber sieht mir gerade irgendwie nicht ganz so aus. Naja. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, ob dieser Geräusche, die vom Fenster reinkommen. Ich habe das Gefühl, mich springt hier gleich irgendwie eine Wespe an oder so. So, wo sind wir denn gewesen? Wo waren wir denn noch nicht? Wir sind da, da. Bababababam. Das haben wir alles. Da können wir rein. Okay, dann lass uns erstmal da hingehen. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir haben uns noch nicht weit genug hier. Ah, wait. Jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Wir müssen da irgendwie rein. Ich glaube, wir hatten gesagt, wir machen hier keine halben Sachen mehr. Ich spreche nochmal ganz kurz eben. Patsch. Ja. Dann wollen wir doch mal. Okay, er ist schon wieder dran. 95. Oh, sehr schön. Ist der erste schon mal platt. Das ist hervorragend. Wir haben 8 AP. Ah, möglicherweise geht's hier. Ah, egal, dann machen wir mal einen Hinterhalt. Oh, jetzt kommt da hinten auch noch einer angejödelt. Na super, na super. Machen wir jetzt mit dem hier. Ich würde sagen, erstmal hier in Deckung und den Hinterhalt vorbereiten. The same procedure with you. Go there and make the Hinterhalt. Du auch hier hin. Und er hier mit dem Pulsgewehr. Wir könnten natürlich jetzt gerade freies Ziel nehmen. Es könnte uns jetzt gerade. Geht es? Ah, Mist. Wir können ein bisschen weiter nach vorne. Einer wird ja schon reichen. Und hopp. Schöner Treffer. Jetzt genau wissen aus der Schussbahn. Na, er wird natürlich sofort ballern. Au. Oh, wait, der ist. Wollte gerade sagen, also wenn der nicht platt ist, dann weiß ich es auch nicht.
28% ist natürlich gerade ein bisschen wenig. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal den hier. Und dann gehen wir mal ein bisschen hier in Deckung. Hinterhalt. Nein. Ach, scheiße. Ja, geht ja noch alles. Okay, er hat jetzt noch das Pulsgewehr. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Dann gehen wir erstmal hier hin. Trifft er den auch noch, der Sausack? Boah, können wir machen, ne? Links können wir noch nachladen. Wir müssen den da hinten mal langsam irgendwie ausknipsen. Das geht so nicht weiter. Oh, sehr schön. Jawoll! So muss das laufen, meine lieben Freunde. Ping! Scheiße. 98% oder 38%. Komm, wir gehen jetzt erstmal auf den hier. Es wird gefrühstückt, meine Lieben. Außer Reichweite. Na, ob ich das jetzt hier akzeptieren kann, das weiß ich ja auch nicht. Außer Reichweite. Ach komm. Na, geht doch. So, und du gehst jetzt bitte schön nach oben. Und dann ratatatatatatuist du dem erstmal einen rein. Danke. Ach, jetzt ist aber langsam mal gut hier. Ne, mit dem Geballer. Also, das finde ich ja jetzt auch nicht gut. Da trifft er wegen sogar noch. Das ist ja. Schön ist das, dass er trifft. So, dann gehen wir hier in Deckung. Zug beenden. So, zwei können wir noch. Zug beenden. Du gehst wieder in Deckung hier. Hinterhalt. Wieso waren wir denn da noch nicht eigentlich? Hier sind noch grüne Männchen. KSM-Schütze. Ah, warte mal, da müssen wir wahrscheinlich da gleich rein irgendwo. Aber alles nach und nach, bitteschön. Können wir uns das erlauben? 24. Ich sollte eigentlich besser in Deckung gehen. Vielleicht. Ah, das war fast zu erwarten. Ab in Deckung mit dir. So, dann darfst du noch mal einmal hier. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee war. Wir gehen mal ganz kurz runter. Ach, verdammt! So, sofort aufheben hier. Ich glaube, der Flintenpeter muss jetzt hier mal nach oben gehen. Der muss mal aufräumen kommen. Also so geht das ja nicht weiter hier, ne? Ist es möglich, den zu töten? Nein. Das heißt, wir bleiben mal hier. Und machen Hinterhalt. Boah, das sieht echt alles gerade ganz, ganz doll fies aus hier. Ich sollte aufhören mit dem Mist. Den sollte ich ja eigentlich auch nicht hochschicken. Ach, wobei, was soll der Geiz? Der macht halt so unglaublich viel Schaden. Ist halt mächtig hässlich. So, dann gehen wir mal. Wie sieht er denn jetzt aus hier eigentlich, unser Sniper? Geht's denn jetzt einigermaßen wieder gut? Naja, weitestgehend. Es ist einfach zum Kotzen, diese Typen, die immer hier oben auf dem Dach sitzen, ey. Das ist einfach nur scheiße. Kriegen wir den? Ich probiere es jetzt einfach. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben im Prinzip. Oh, sehr schön. Deswegen liebe ich ihn manchmal. So, rauf aufs Dach. Dann haben wir leider nur noch einen Schuss, aber das muss auch erstmal reichen. Kuckuck. Boah, weia, 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 weia. So, was haben wir denn hier? Ein Scharfschützengewehr. Ein
Scharfschützengewehr. Munition für ein Scharfschützengewehr. Und was haben wir hier? Ein Powerhandschuh. Natürlich. Warum auch nicht? Eine Uzi, die tun wir mal da rein. Genauso wie diese El Munizione. Der Schrott kommt natürlich wieder weg. Na komm schon. TNT. Sehr schön kriegt er hier. Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich das alles hinstecken soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Entschuldigung, ich bin übrigens ein bisschen verschnupft. Das ist vielleicht aufgefallen mittlerweile. So, hier haben wir was zum Buddeln. Das können wir direkt mal machen. Ah, Ralphie ist ein bisschen langsam. Ein bisschen sehr, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir langsam mal wieder ein bisschen Zeug verkauft kriegen. Das funktioniert so nicht, was wir hier machen. Wir sind total überladen und kommen irgendwie nicht voran. Vor allen Dingen Ralphie kommt nicht voran. Das geht so gar nicht weiter. Also da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal was einfallen lassen gerade. Wieso ist denn der so über... Ach, was? Er ist bewusstlos. Ist ja schön. Vielleicht, weil er ein bisschen überladen ist. Man frickelt immer wieder zusammen hier. Mann, 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 Mann. Was hat er? Er hat starre Gehirnerschütterungen, Kopfschmerzen. Okay. Also sollten wir das vielleicht mal alles hier verbinden, weil es geht. Boah, wir haben fast keine Dingsbums mehr, ey. Och, shit. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall mal. Haben wir irgendwo einen Händler? Wir müssen doch hier mal irgendwo einen Händler finden. Das geht doch so nicht weiter. Wir haben Millionen Waffen in der Tasche. Okay. Speichert habe ich. Ich gehe mal hier ein bisschen lang. Da geht's wohl nicht weiter. Okay, mit denen werde ich mich jetzt erstmal nicht anlegen. Ach, Ralphie ist da noch. Okay, wir sollten ihm auf jeden Fall mal ganz kurz irgendwas abnehmen hier. Ralphie, du gibst mal eben. Der Uzi ab. Und das Ding legst du bitte mal schnell an hier. Wobei das Kampfmesser natürlich auch eine Option wäre. Was soll er denn mit der ganzen. Mit dem ganzen Zeug hier, ey? Das ist unglaublich. So, hier geht's weiter. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken gehen, wo es dahin geht. Okay, Munition ist immer eine feine Sache. Ich würde auch mal ganz gerne einfach rasten. Wir sind weder am Wachturm, am Blablabla oder was auch immer ihr uns anderen wollt, interessiert. Was? Okay, ich habe nicht aufgepasst. Okay, scheinbar müssen wir wirklich alles angreifen, was wir hier in dem Canyon sehen. Das heißt, wir werden jetzt laden und ich werde erstmal weggehen. Ich muss meine Taschen leer machen. Wir müssen uns komplett erholen. Das macht so einfach keinen Sinn, wenn wir so weitermachen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge von Wasteland 2 wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns. Ciao.